Hi, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Dankeschön dafür. Schauen wir mal rein, welche Botschaft sich für dich zeigt. Du machst dir bewusst, es ist eine allgemeine Legung. Guck, ob du damit überhaupt in Resonanz gehst. Räume können vertauscht, verdreht und gespiegelt sein. Es kann sein, dass du nur mit einem kleinen Bereich resonierst, dann ist das auch schon vollkommen in Ordnung. Und Triggerpunkte können auftauchen, die dir dienlich sind. So, liebe geistige Welt, jetzt zwickt mal bitte an den Leuten, die jetzt angesprochen werden dürfen. Pickt euch mal bitte die richtigen Leute raus für die Botschaft. Es kann sein, dass du wirklich gerade so ein leichtes Zwicken gespürt hast. Oder irgendwie das Gefühl hattest, jemand streichelt dir durch dein Haar. Dann schauen wir mal, was darf sich denn zeigen? Wie kriege ich hier gerade durch? Irgendwie geht es hier um eine ganz, ganz alte Legende. Ich weiß gerade nicht, was ich damit anfangen kann. Ich nichts. Aber irgendwie, wenn ich diese Karten hier so sehe, kommt durch, es geht um eine alte Legende. Es geht um einen Mythos. Es geht um eine alte Geschichte, die vielleicht in deiner Familie weitererzählt wurde, die schon seit Jahren in deiner eigenen Familie Bestand hat. Oder es geht hier um irgendwas ganz, ganz Altes, das von Generation zu Generation weitergetragen wird. Es kann natürlich ein Familienthema sein, ein Ahnenthema, das schon seit mehreren Jahrhunderten von Generationen lebt. Und dieses Thema, diese Legende, sage ich jetzt mal, von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Es kann sein, dass du jemanden in deiner Familie hast, der vielleicht auch berühmt ist, ja, einen Namen hatte. Man hat diesen Namen auf jeden Fall schon mal irgendwie irgendwo gehört, ja. Und da geht es jetzt irgendwie darum, nee, genau darum geht es. Darum geht es. Es geht um eine namhafte Person, die in deiner Familie vertreten ist oder war. Aber ich gehe in der Annahme, das war schon einst mal gewesen, ja. Ein berühmter Vorfahre. Ganz interessant. Ja, und dabei geht es aber eher an diese spirituelle, mediale Richtung, ja, in den esoterischen Bereich im Sinne von Magie. Spirituelle, rituelle Arbeiten, ja, praktizierende Techniken, die hier angewandt werden, um genau dieses Wissen, was die Alten ja hier letzten Endes auch verkörpern, weitergegeben werden kann. Von Generation zu Generation. Ich erinnere mich gerade irgendwie hier so ein bisschen an Buffy. Buffy, die Vampirjägerin. Von Generation zu Generation wird einer auserwählt. Ja, das kann sein. Ich weiß nicht. Bist du hier eine Auserwählte? Ich habe keine Ahnung. Ein Auserwählter. In deinem eigenen Familienstamm hier ein großes altes Erbe anzunehmen und anzutreten. Darum geht es hier nämlich tatsächlich. Ja, und nicht nur du, auch wenn du, wenn vorhanden, dein eigenes Kind. Auch ist auch da in einer gewissen Art und Weise mit betroffen. Ja, es geht hier wirklich, die Karte des Stillstandes nehme ich hier jetzt noch nicht einmal als richtigen Stillstand wahr. Es geht darum, in der Stille ein Portal zu durchschreiten. Eine neue Ebene zu betreten, neue Türen, die sich in der Stille oft öffnen. In einer meditativen Stille, ja, in einer Energie der Konzentrationsarbeit, der Reflexion. Das hat hier viel auch mit Zyklen zu tun, ne? Man arbeitet mit Mondzyklen oder von Zyklus zu Zyklus wiederholt sich immer etwas, eine Arbeit, die man immer und immer wieder macht, die man immer und immer wieder praktiziert, um vielleicht auch genau in diesen Stand zu kommen, ja, um das Erbe antreten zu können. Ich weiß nicht. Für mich klingt das kryptisch, aber ich habe ja die geistige Welt darum gebeten. Die sollen jetzt hier die richtigen Leute für diese Botschaft anpicken. Daher wirst du zu 100% etwas damit anfangen können. Und es geht hier jetzt irgendwie in einer gefühlten Art und Weise hoch hinaus. Ja, da liegt viel Magie in der Luft. Deine Alten, deine Ahnen, deine Vorfahren, die haben schon sehr, sehr viel mit Magie praktiziert. Da liegt ein Wissen, ein Schatz verborgen. Und dieser Schatz will nun entgegengenommen werden.
Kann sein, dass du davor vielleicht so ein bisschen Angst hast oder vielleicht geht hier gerade so eine kindliche Neugierde mit. Ja, dass du dich öffnest für ein Thema und dass du jetzt sagst, okay, ich bin bereit dafür. Zumindest in kleinen Schritten in meinem eigenen Tempo hier jetzt erst einmal voranzugehen. Voranschreiten zu können. Schritt für Schritt. In aller Ruhe, in aller Stille. Und dass du das, was ist denn hier los? So viele Orbs, das ist ja krass. Ja, in aller Stille. Vielleicht machst du das ja auch mit dir selber aus. Vielleicht redest du noch nicht immer großartig mit irgendwen darüber, weil es ein Thema ist. Wer soll das bitte verstehen? Ja, vielleicht hast du auch selber schon Probleme, das selbst zu verstehen und auch anzunehmen. Und vielleicht ist es jetzt so an der Zeit, dass du sagst, ja, okay, gut, was soll ich? Also es scheint ja da zu sein. Und mit dem, was vielleicht da ist, mit diesen Geschichten, diesen alten Mythen, diesen alten Legenden, diese Sagen, die da mit drum herumschweben, ist mein Interesse so extrem geweckt worden, dass ich mich jetzt auf die Reise begebe und langsam Schritt für Schritt, Stück für Stück mich in diese Thematik einfuchse, eintauche, recherchiere, ich lehre, ich belehre mich selber. Ja, du eignest dir Wissen selbstständig an. Durch Bücher, durch das Internet, durch einen Austausch vielleicht mit anderen Menschen. Vielleicht nicht eins zu eins in dieser Thematik, aber so im groben Ganzen. Dass du da mal so ein bisschen mehr so, ja, einen Überblick bekommst. Ne? Was ist da alles mit verbunden? Was gehört dazu? Was gehört nicht dazu? Ja, was braucht man dafür? Ganz interessant. Also hier nimmt ein altes Erbe Fahrt auf. Ein ganz altes Erbe. Vielleicht ist dir das ja noch nicht einmal bewusst, aber eigentlich solltest du das schon wissen. Irgendwie, irgendwo zumindest mal gehört haben. Vielleicht gab es ja eine Oma aus deiner Familie oder eine Großtante. Irgendeine sehr, sehr alte, weise Frau, die ja irgendetwas über die Familie erzählt hat. Irgendwas Mystisches. Irgendwas Unglaubliches, irgendwas phänomenal Paranormales. Schauen wir mal weiter. Finde ich ganz spannend hier. Ja, und da darfst du dich jetzt eintauchen. Da darfst du dich jetzt eintauchen, ganz genau. Und dieses Wissen darfst du jetzt reinsteigen, hineinsteigen. Da darfst du dich jetzt drin baden. Alles aufsaugen, was sich aufsaugen lässt. Na klar, du bist jetzt gerade in der Energiepage der Kelche. Ja, du lernst gerade. Passt ganz gut mit dem Page der Schwerter. Hier ist etwas Bestimmung. Ja, und diese Bestimmung, da liegt auch tatsächlich dieser wundervolle, wertvolle Schatz, von dem ich gerade erzählt habe. Das ist das Ass der Kelche. Das ist dieser eine Schatz. Und dieser eine Schatz ist mit so, so viel Fülle verbunden. Das hast du hier jetzt doch gar nicht auf dem Schirm, was da alles mit verbunden ist. Ja, also das geht hier wirklich um die eigene Schöpferkraft. Es geht aus den Vollen schöpfen zu können, um das, was man sich hier aneignet, für die Zukunft umsetzen zu können. Ja, und wir reden hier jetzt nicht von Emotionen und Gefühle. Es geht um eine Segnung, die schicksalhaft geführt ist. Asse stehen auch immer für eine Segnungen. Na, das sind auch Angebote, das sind Chancen, das sind Möglichkeiten, die man wahrnehmen kann. Und je nachdem, welches Ass vor dir liegt, muss man das umdeuten. Na, Ass der Kelche ist dann halt dem Wasserelement zugeordnet und das spricht dann hier für Emotionen und Gefühle, die Überfülle, Schöpferkraft, fließen lassen, Kreativität, Einfallsreichtum, Ideen. Ja, da kommt ganz, ganz viel zu. Jetzt, wo du in dieser Thematik dich gerade reingefuchst hast, gewinnst du mehr und mehr an Informationen dazu. Und dein Wissen verstärkt sich dadurch. Und dadurch wirst du natürlich sicherer. Ja, du kommst aus dieser Instabilität heraus. Schritt für Schritt gehst du deinen Weg hier voran. Und das ist eine harte Lernaufgabe, das nicht leicht ist. Aber es ist machbar, weil du ja letzten Endes auch hier schon wiederum die Ahnen um dich herum hast, die dich in dieser Thematik auch leiten und führen, ja, und dir dein Wissen, auch wenn sie schon verstorben sind, weitergeben. Dafür sind die Geistführer da, das machen die, ihr Wissen weiterzugeben. Ja, damit eben dieser berühmte Schatz nicht aufstirbt, nicht vergessen wird vor allem, ja, es soll hier nicht in Vergessenheit geraten, deswegen treten die an dich heran.
Deswegen erlebst du vielleicht auch gerade komische Angelegenheiten. Deswegen fühlt sich das vielleicht auch so an, als würdest du am Rad drehen, ja, und wusstest gerade nicht, wo dir der Kopf steht. Das sind deine Ahnen, die dich auf etwas aufmerksam machen wollen. Ja, und die wollen, dass du dich schlau machst. Hier ist eine ganz, ganz große Chance drin für eine sehr, sehr spirituelle Erweiterung. Spirituelle Erweiterung klingt, also spirituell geht es ja eigentlich gar nicht weiter. Nur die geistige Welt weiß, wo die Grenzen sind. Wenn es überhaupt Grenzen geben sollte. Ich denke nicht, alles ist Raum und Zeit und da existiert sowas wie eine Grenze nicht. Aber ich glaube, das ist damit gar nicht gemeint. Spirituelle Erweiterung im Sinne von einem Lernprozess, einem Wachstumsprozess. Na, dass du dich weiterentwickelst, weiterbildest. Und schicksalhaft geführt kommen hier auch Menschen in dein Feld rein, mindestens eine weitere Person, die auf dem gleichen Stand ist, so wie du auch. Vielleicht wirst du auch diese Person bei einem Seminar kennenlernen, bei einem Webinar, bei einer Online-Sitzung oder von Face-to-Face. Ja, irgendwie. Und dann sitzt man zusammen und lernt gemeinsam. Das ist wie so eine Gemeinschaft. Eine kleine, aber feine Gemeinschaft, die wächst und stärker wird. Ja, das ist wie so ein, ja, es kann auch so eine Geschäftspartner-Idee sein, eine Geschäftspartner-Zusammenführung von zwei Menschen, weil die jetzt gerade wirklich im Begriff sind, wirklich etwas selbst zu begreifen, begreifen zu können. Und dadurch gehen auch beide hier in die Annahme. Der eine denkt und grübelt sehr, sehr viel nach, könnte das möglich sein? Ja, es ist möglich. Und der andere setzt sich wirklich auf den Hosenboden, schlägt die Bücher auf und lernt. Das kann ja auch ein Studium sein, das kann eine Ausbildung sein, eine Weiterbildung. Es muss ja jetzt noch nicht mal um das Spirituelle gehen. Ja, aber irgendwas ist hier dennoch recht mystisch. Sehr, sehr mystisch. Es kann sein, dass diese beiden Menschen sich dann da im Zuge der Zusammenarbeit sich irgendwann mit der Zeit auch ineinander verlieben. Ja, hier zerbrecht dir gerade wirklich irgendwas den Kopf. Die Königin der Kelche, das ist eine Lehrerin, eine Mentorin, eine Frau oder ein Mann, der die Lehrlinge, Azubis, die Unsicheren, die noch nicht so viel Ahnung haben, an die Hand nimmt und leitet und führt. Es kann sein, dass jemand hier die Führung übernehmen wird in Bezug auf eine ganz bestimmte Angelegenheit, die etwas abnimmt, damit du dich auf deinem Weg weiter begehen kannst, damit du dich um diese Angelegenheit kümmern kannst. Weißt du, das ist wie so eine Aufgabenverteilung. Weil mit den fünf der Stäben sieht man hier schon eine extreme Stresssituation. Ja, Kommunikation ist sehr erschwert, da muss man sich durchsetzen. Ständig schlagen sich hier irgendwie gefühlt die Leute die Köpfe ein. Ja, Mord und Totschlag, Konkurrenzkampf. Aber irgendwie gibt es hier im Hintergrund eine Dame, die schon sehr viel weiß. Ja, die Königin der Kirche ist selbst sehr medial veranlagt. Die ist sehr feinfühlig, die ist empathisch, die ist sympathisch, die ist ganz, ganz anders gebaut und gestrickt in Bezug auf gewisse Angelegenheiten. Ja, die sieht nicht mit dem Kopf, die sieht mit dem Herzen. Und kann sein, dass man dahingehend so ein bisschen geführt wird, mehr mit dem Herzen zu sehen, also mit der reinen Intuition zu arbeiten. Ja, vielleicht geht es auch um intuitive Arbeit. Die ist auch sehr, sehr, sehr stark angebunden. Ne? Über diese Dame schwebt eine Krone und diese Krone steht hier für das Kronchakra. Ne? Das steht für die spirituelle Anbindung nach oben. Und diese spirituelle Anbindung dieser Königin ist im Fluss. Das kann sein, dass du das bist, dass du hier irgendwas in die Hand genommen hast oder übernommen hast und dass es jetzt besser fließt, weil es hier ständig so einen Struggle gab mit den Kollegen, mit den Mitarbeitern, mit Kindern, mit schulpflichtigen Leuten, die in der Lehre sind. Ich weiß nicht, es könnte sein, dass du hier wirklich Lehrerin bist und jetzt zwei Personen zum Referendariat an deiner Seite hast, denen dann hier irgendwas zu viel wird. Kann sehr gut sein. Und dass man dahingehend jetzt irgendwie therapeutisch etwas einleitet, halt im Sinne von, ich nehme dir noch ein bisschen Arbeit ab, ne? Weil die Königin der Kirche hat auch ein therapeutisches Verständnis und bietet auch sehr, sehr viel Heilung. Kann auch wirklich um eine Therapeutin hier gehen, die etwas abnimmt, um wiederum jemanden zu erleichtern. Das kann mit schweren Gewissensbissen zu tun haben. Fünf der Schwerter, ja, man fässt sich an den Kopf und hat Kopfschmerzen, weil hier immer und immer wieder irgendwas ständig was eingeredet wird. Das kann aufgrund von Manipulation sein.
Fremdeinflüsse, Fremdeinwirkungen, also irgendwas scheint hier nicht zu stimmen. Und das, was hier nicht stimmt, davon kriegt man hier schon regelrecht Kopfschmerzen. Also dann kommt die Königin der Kelche und versucht sich diese Angelegenheit anzunehmen, damit irgendwelche anderen Menschen Ruhe haben, beziehungsweise ihren Weg weitergehen können, weil hier soll sich etwas stabilisieren, neu auf- und ausbauen. Mit dem Page der Münzen. In kleinen Schritten ist noch nicht so ganz stabil da, aber Stabilität ist schon mal zumindest vorhanden. Ja? Da balanciert jemand gerade auf seinem eigenen Bein hin und her, um sich in die Balance zu bringen. Aber es kann sein, dass hier jemand vor kurzem ordentlich umgehauen wurde in Bezug auf Emotionen und Gefühle, dass da das Karma eingeschlagen hat, wie eine Bombe sozusagen, und eine Überschwemmung der Gefühle angerichtet hat. Na, das kann auch sehr, sehr gut möglich sein. Und dass da jetzt irgendwie gefühlt ein Umdenken stattfindet bei diesen Menschen. Du musst hier jetzt mal gucken, welche Botschaft passt. Ich sag's ja immer so, wie ich sehe, ja. Für mich ist es meistens nicht zusammenhängend. Für mich sind das mehrere Botschaften. Deswegen solltest du jetzt nachdenken und feststellen, hä, das ergibt doch hier alles gar keinen Sinn. Doch, die Botschaften ergeben Sinn. Hör einfach nur ein bisschen genauer hin. Ja, weil es manchmal mehrere Botschaften sind, die ich nacheinander erzähle. Aber ihr seid alt genug, ich muss euch nicht an die Hand nehmen. Ihr könnt auch, glaube ich, ein bisschen auch mitdenken, ja. So. Paartherapie, Kindertherapie. Vielleicht auch irgendwas mit einem psychologischen Hintergrund. Ist jemand abgehauen? Ritter der Schwerter. Ah, der hat Angst. Und wie, oh Gott, oh Gott. Jemand denkt, du seist der Teufel und hat Angst vor dir und ist deswegen ständig abgehauen. Immer dieses Hin und Her, on und off, sich nicht sicher sein, instabil, unsicher fühlen, ghosten. Was kommt dann noch dazu? Ach ja, der berühmt-berüchtigte Kontaktabbruch. Und dann ist man wieder da, dann ist wieder der Kontaktabbruch da, dann ist man wieder auf einmal auf der Matte. Ja, das ist so dieses typische Ping-Pong-Spiel, wenn man emotional nicht stabil ist. Und das hast du hier mit dem Ritter das Schwert. Der ständig haut er ab, hat dann Kopfschmerzen, ich muss wieder zurück. Dann kriegt man hier wieder Schiss, weil man in der Vergangenheit ganz, ganz doll verarscht und gedemütigt wurde. Ja, man war auch in einer emotionalen Abhängigkeit von jemandem. Also irgendein Ritter der Schwerter war mal in einer toxischen Verbindung und rennt hier immer und immer wieder zurück zu einer Frau, der einst auch schon einmal auf einem sehr schwerwiegenden Weg das Herz gebrochen wurde. Und man dachte irgendwie, das ist toxisch, was total krank ist. Ich hoffe, du verstehst meinen Gedankengang selber. Wenn etwas gesund ist, dann muss man doch keine Angst haben, dass das toxisch ist. Wenn noch Geben und Nehmen komplett im Gleichgewicht ist und war. Ja, aber hier kippt ja die Materie immens durch den Teufel, der hier jetzt irgendwie gefühlt alles runterzieht und runterreißt. Hier gab es eine schwerwiegende Herzensblockade durch einen Betrug auf emotionaler Ebene und sexueller Ebene. Also hier wurde jemand ganz, ganz doll verarscht. Bedeutet eigentlich, letzten Endes hat man nicht geheilt. Ja, man fühlt sich schon irgendwie zu der Königin der Kelche hingezogen, angezogen und ausgezogen, aber wiederum dann doch nicht, weil das irgendwie zu tief geht. Das ist zu krass, das ist zu intensiv. Und daher denkt man, es sei toxisch. Du bist aber nicht toxisch. Ja, du bist so, wie du bist. Und das erkennt dieser Mensch aber nicht. Und hat daher Angst und rennt immer wieder weg. Und ist daher nicht fester Bestandteil, sage ich jetzt mal, in deinem Leben. Ob du es nur willst oder nicht, ich habe keine Ahnung. Du wirst es mit Sicherheit besser wissen als ich. Nee, der sieht das wirklich nicht, oder sie. Nee, man hat Angst, hier wieder in eine toxische Verbindung reinlaufen zu müssen. Ja, das ist aber alles andere als toxisch hier mit euch beiden. Also wenn du nicht diese toxische Gegenpart bist, dann bist du hier nicht angesprochen. Es geht eher um eine heilende Verbindung. Ja, eine, die gut tut, die wirklich auf Augenhöhe basiert, die nicht mit Erniedrigung und Unterdrücken gleichzusetzen ist. Da gibt es keine Manipulation, da gibt es kein Machtgehabe, da gibt es keinen emotionalen und seelischen Missbrauch oder sexuellen Missbrauch. Sowas gibt es da nicht. Wertschätzung, Anerkennung und Respekt.
Das ist das, was diesen Menschen hier auszeichnet, diese Königin der Kelche, ja. Und das ist, dieser Mensch kennt das einfach nicht, weil man halt eben das Gegenstück dazu im Vorwege kennengelernt hat. Ja, nun kommt eine Frau, jetzt kommt ein Mann in das Feld dieses Menschen hier wiederum rein und spiegelt irgendwas ganz, ganz anderes wider. Ja, und dann denkt man halt natürlich, jetzt du bist die böse Hexe aus dem Zauberwald, ne? Ja, das ist aber nicht dein Problem. Wie gesagt, das ist das Problem dieses Menschen hier. Und der versucht das zwar zu heilen, ja, aber das ist die Angst, sich diesem Schmerz zu stellen, ist viel, viel größer als die Angst vor dir selber als Person, dir gegenüberzustehen. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Von daher, begib dich auf deinem Weg weiter, kümmere dich lieber um deinen spirituellen Weg, den du hier eingeschlagen bist. Und da zeigt sich viel, viel mehr der Erfolg drin an bei den Menschen, der hier eh instabil ist und nicht weiß, was er will. Damit kannst du eh nichts anfangen. Der rennt immer, der sucht hier irgendwas in der Vergangenheit. Immer und immer wieder in der Vergangenheit sucht man da irgendwas. Ich weiß nicht, der kramt und wühlt da rum, holt alte Kamellen hoch, weißt du? Ich weiß nicht, um dich vielleicht schlecht zu machen. Obwohl, kann sein, dass man dich ja auch gar nicht so richtig kennt. Was auch immer das ist. Na. Dieser Mensch ist nicht so ganz gereift. Du allerdings schon. Ja, und da liegt der Erfolg natürlich eher auf deiner Seite, weil du weißt, wie es geht. Du weißt, wie es läuft. Ja, letzten Endes zieht deine Dame in sein Feld, die genauso ist wie er auch. Na, Königin der Stäbe. Ist eine Dame aus seiner Vergangenheit. Ja, und da liegt halt die Liebe drinnen. Ne? Kann sein, dass er aktuell vergeben ist an einer Dame, die genauso ist wie er. Na, König der Stäbe und darüber das Ass der Münzen ist Geld und Notgeil. Ja. Hat aber wiederum Gefühle für eine ganz andere Dame. Das ist krank. Also der hat mehrere um sich herum. Vor der Kelchkönigin hat er Schiss, aber rennt immer wieder hin. Hier hat er für eine andere Königin der Münzen Gefühle. Und ist aber in einer Beziehung mit der Königin der Stäbe, die er schon seit der Vergangenheit kennt. Also seit Kindheitstagen hier irgendwie wahrscheinlich. Aha. Oh Gott. Ja. Nee, so nicht. So nicht, um Gottes Willen. Ich glaube, das braucht hier keiner. Es sei denn, du willst es, aber dann bist du selbst dran schuld, wenn du hier, wenn du dich in so eine Geschichte mit reinbegibst. Das kann nicht gut werden. Das wird auch nicht gut enden hier. Kann sein, dass die noch nicht immer alle was voneinander wissen. Die ist ja reich, die verdient gut Geld, die hat auch gut Geld. Und das ist das, was ihn wiederum anzieht an diese Frau. Na, da spielt ihr hier nur was vor. Ich sag's ja, Geld und Notgeil. Bei der Königin der Münzen ist er geldgeil und bei der Königin der Stäbe notgeil. Na, und das ist hier so eine Dreierbeziehung, das ist eine Viererbeziehung. Also der nimmt hier irgendwie gefühlt alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ja. Vorsicht vor diesen Menschen. Na, kann sein, dass das schon längst passiert ist, ja, dass du das herausgefunden hast. Mit dem Masterschwerter hast du es herausgefunden. Die Erkenntnis kam durch. Die Wahrheit lag auf einmal auf dem Tisch. Das war in der ersten Minute zwar ein Schockmoment und hat dich runtergerissen, aber irgendwie auch wiederum befreit, ja, weil du dann frei warst von diesen ganzen Umständen, von den Energien, von den Lügen, weil es ja irgendwie keine Beweise gab, irgendwie in dem Sinne. Ja, und dann nachher hast du dich dann letzten Endes vom Acker gemacht. Da sind einfach viel zu viele Frauen um diesen Menschen herum, viel zu viele Männer. Das ist ein Mann, der meint es mit mehreren zeitgleich auf seine eigene Art und Weise sehr ernst. Tipp an dich. Geh weiter.
Was ist denn das eigentlich mit dem roten Regenschirm? Was, ich sehe da irgendwie gerade so einen roten Regenschirm. Ja, du machst dich aber hier auf den Weg. Ja, roter Regenschirm, das ist ein Zeichen. Manchmal gibt die geistige Welt so Zeichen durch, wie das mit dem roten Regenschirm. Ich kann damit nichts anfangen, aber vielleicht ja du. Dann kannst du dir eventuell helfen. Als Zeichen halt für die Legung. Zehnerschwerter, ja, du machst dich hier auf den Weg. Du hast hart daran gearbeitet, du hast geheilt, du hast deine Wunden gepflegt und bist jetzt irgendwie neu motiviert in den ja, schwerwiegenden Neuanfang gestartet. Zehnerschwerter ist keine leichte Energie, ne? Das spricht hier wirklich von Verrat, aber die Schwerter stecken hier zwar nicht mehr in deinem Rücken drinne, aber haben hier noch Narben hinterlassen, ja. Und die Narben, die heilen mit jedem Schritt, den du von dich von dieser Situation entfernst. Na, und das ist halt für dich natürlich wahnsinnig positiv, weil das bedeutet, je mehr du in die Distanz gehst und Abstand gewinnst, desto leichter fällt es dir auch nachher nicht mehr zurückzublicken, weil eben mit jedem Schritt, den du gehst, verlierst du auch ein Stück weit an Gefühl, an Emotionen, vielleicht auch an Erinnerung, ja, was diese ekelhafte Konstellation hier betrifft. Na, das kann auch auf der Arbeit so gewesen sein. Wenn du sagst emotional, naja, dann könnte das auch so eine ekelhafte Dreierkonstellation gewesen sein, ja. Also, dass sich da mehrere Leute die Köpfe eingeschlagen haben. Ja, und du bewegst dich hier auf den Herrscher, auf die Herrscherin zu. Und dabei belasse ich das auch. Du machst alles richtig. Ja, du gehst deinen Weg gepflegt weiter. Und brauchst keine Angst hier vor irgendeinem Rückschlag zu haben. Rückschläge hast du genug erlitten, ja, das weißt du. Jedes Mal bist du immer wieder neu aufgestanden und ja, bist weitergegangen. Aber nun führt dich dein Weg zu einem Mann, zu einer Frau, die es auch wirklich verdient hat, ja, die du aber auch verdient hast, dass man sich hier gegenseitig in die Arme nimmt, dass man sich kennenlernt. Das ist ein Mann, das ist eine Frau, die bietet dir echt sehr, sehr viel auf allen Lebenslagen, die Überfülle, ne? Das ist sozusagen das, was du, worin du jetzt gestartet bist, ne, mit deiner Segnung. Und die Segnung sieht in den meisten Fällen halt bei den Menschen in Form einer Person aus. Ja. Ja, du machst alles gut so. Mach weiter. Dankeschön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin am Ende der Legung angekommen. Hoffe, es war dir dienlich und wünsche dir für deinen weiteren Weg und für deine Ziele ganz viel Glück und Erfolg und dass du die zeitnah umsetzen kannst.